Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tomb Raider 4 The Last Revelation. Wir befinden uns jetzt in dieser zweiten oder anders ausgedrückt mittleren Halle in dem Level die große Hypostylhalle. Zumindest insofern ich das gerade richtig ausgesprochen habe. Und mein Lösungsbuch sagt mir, hier soll irgendwo so ein Typ rumhängen, der wieder mit so einem Schwert herumtanzt. Ja, das versuche ich da irgendwie so zu provozieren, dass ich eben möglichst wenig Schaden von diesem Typen davontrage. Ja, irgendwie stand da was von wegen, wenn man die Schrotnumpeln da aufhebt oder aufheben will. Ist der aufkreuzt? Aha, okay, wenn man auf der Platte steht, dann kommt der falls da an. Jo. Der fällt natürlich auch auf den gleichen Trick rein. Kann man einziehen, raus und ballern. Er dann irgendwann, ja, ihn noch von seinem Schlaflied hat. Ja. Okay, der lässt nicht zurück. Dann wollen wir mal sehen, dass wir weiterkommen. Da geht's vermutlich nicht durch. Oder? Nö. Da geht's nicht durch. Schade eigentlich. Aber egal. Tja. Dann gucken wir mal, wie wir in die dritte von diesen drei Hallen kommen. Ach ja. Tja, das war mal eine Säule, die hier stand. Irgendwie sagt mir das Lösungsbuch, hier soll auch irgendein Typ an der Seite rumhängen, und meine Erinnerung sagt mir das auch. Auch wenn diese Erinnerungen schon Jahre alt sind. Und ich glaube, ich habe es damals mit dem PC gespielt, also von daher. Halt genauso sinnvoll, wie auch immer. Wie bei der ersten dieser drei Hallen, wo da einer einem an der Decke entgegenkommen sollte, was ja auch nicht passiert ist. Tja, stecken wir erstmal die Fackeln ein und sehen dann weiter. Ja, hier scheint echt keiner an hier drauf zu kommen. Was soll's. Ja. Dann hangeln wir uns an die Decke entlang. Oder an der Decke. Ach, wie auch immer. Weil da oben ist nämlich ein Schalter am anderen Ende dieses Raumes oder dieser Halle oder wie auch immer. Und das wollen wir irgendwie auch mal erreichen. Tja, von hier aus geht's aber nicht weiter, also müssen wir auf diese andere Plattform da springen. Ja, müsste eigentlich klappen mit Anlauf. Vorsichtshalber abspeichern, es könnte ja schief gehen. Und es soll es ja nicht. Wenn, dann hätten wir ja aber für die Outtakes. ja. Achso, falls ihr euch wundert wegen der Nebengeräusche, der Hund ist wieder bei mir. Aber nur noch bis heute erstmal. Und dann kommt die Vorbesitzerin von dem Hund und wir lösen uns immer ab. Also von daher. Weil die Bekannte, die kann da gerade nicht. Deswegen hat sie uns gefragt, ob wir ihr dahingehend helfen können. So,
Die Klappe hätten wir auch mehr Licht, würde ich meinen. Dann geht's jetzt an der Decke wieder weiter. Nur, das war eben statt geradeaus, wo wir ja hergekommen sind, nach links abbiegen. Nicht nach rechts oder so ähnlich. Ja. Und da sind wir in dem Raum. Speichern wir nochmal ab, weil, wie soll ich sagen, da kommt dann auch nochmal so ein blöder Typ hinter uns hinterher. Und, naja, scheinbar steht der auch ein bisschen Munition aus der, aus den Pistolen. Ja. Und, da der eben hinterher gehangelt kommt, kann er sein Schwert nicht ziehen, um sich gegen die Schüsse zur Wehr zu setzen. Aber das werdet ihr ja gleich sehen. Nee, nicht die Knarre. Die Pistolen reichen völlig. Aber egal. Das werden wir noch entsprechend beheben, soweit ich mich recht entsinne. Aber das ist halt das Blöde, wenn man eben, ja, nachträglich aufnehmen muss, weil der Computer das einfach nicht gebacken kriegt. Beziehungsweise die Computer, es sind ja zwei. Der alte Rechner, der macht die Videoaufnahme, der neue macht die Mikrofontonaufnahme. Und wie gesagt, die laufen halt nicht komplett synchron. Das war's mit dem Typen. Ja. Ein bisschen Uzi-Munition einsammeln. Uzi-Muni. Okay. Weiter geht's. Hoffentlich. Ich bin müde heute, geht's ja auch nicht. Das wird, dass ich heute nicht zocke. Und soll ich vielleicht auch beim Spielen dann noch einpennen, das muss ja auch nicht sein. Gut, dann rennen wir da mal rüber. Und da ist dann laut Lösungsbuch eine Kugel und die müssen wir von ihrer Säule runterballern. Genau, da ist er auch schon. Ja, ein Stück. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es. Okay. Okay. Na egal. Jedenfalls haben wir so runtergeballert. Und wir können nicht schauen. Na egal. Scheiß Kameraführung, würde ich mal sagen. Also ich weiß nicht, was die sich bei Tomb Raider da gedacht haben, ja. Dass die immer so eine blöden Sequenzen von den Kameraführung drin setzen müssen. Aber egal. Ich meine, ich finde sowas echt scheiße, ja. Normalerweise steuerst du halt, ja, aus der dritten Person Perspektive. Und dann bauen die immer so eine Dinger. Scheiße, da lag Schrotmunition. Mist, dass man in der Nachvertonung bloß noch Passagier ist. Na, was sollte. Ja, und da unten geht's dann eben weiter, wenn ich mich da irgendwann dazu entscheide, da reinzuspringen. Ja. Da war auch noch was drin. Kann ich mich noch gut dran entsinnen, aber brauche ich nicht mal das Lösungsbuch dafür, um das zu wissen. Ja. Okay. Fackeln klappen irgendwie nicht, wenn sie. Tja. Oder? Nein. Nö, klappt.
Schnell. Schnell. Na, Nüche. Jetzt aber hier. Geht doch. Gut, das war's. Also bei 120 Fackeln, da kann man schon mal ein oder zwei ausheben für, ja, dass man eben solche Gegenstände findet, die da irgendwo rumliegen. Gut, dann wollen wir mal schauen, dass wir hier nicht in Sackgassen reinlaufen. Genau, wir müssen da hoch. Na, vielleicht sollen wir noch die Leiter oder? Geht doch. Komischerweise da oben ist eigentlich keine Leiter, aber trotz alledem kann sie da weiter klettern. Naja, was soll's, ist ja auch egal. Also in der PC-Version habe ich mir ins Lösungsbuch eingetragen, ist in dem Raum jetzt, also nicht in diesem, sondern in dem da unter diesem Hebel ein Item gewesen. Keine Ahnung, was das war. Und ich glaube Uzi-Munition. Aber hier in der PC, Quatsch, in der PlayStation-Variante ist es scheinbar nicht drin. Da ich nachher nicht so weit rennen wollte, weil ich war mir nicht sicher, ob da irgendwo eine Zeitbegrenzung ist, dachte ich mir, mache ich erstmal diesen dritten hier, bevor ich mir den mittleren vornehme. So, und dann geht's wieder zurück zu dem mittleren. Und wir kümmern uns um den. Wenn ich das zu Ende gelesen habe, was ich da gerade lese. Zumindest scheinbar. ja, den müssen wir halt um 180 Grad drehen, nicht nur um 90 Grad. Also noch einmal. Gut, jetzt können wir aus diesen Gängen, Räumen, wie auch immer, raus. Also ganz ehrlich, die scheint da echt mit den Haaren schon an der Decke lang geschrammt zu sein, wenn sie da ganz oben war. Na egal. Ja, und abwärts geht's. Aber nicht in negativer Hinsicht. Da noch nicht. Da könnte man zum Beispiel durch. Jo. Dann wollen wir mal das Seil da betätigen. Schauen wir hier mal. Was das Ding uns da freigegeben hat. Okay. Na gut.
schreiben, weil er sich jetzt sogar dran und Mist, dass er die auch schneiden kann. Na, was soll's. Okay. Gehen wir mal jetzt da rein. Obwohl, eigentlich habe ich das nur gemacht, bei diesem Raum nachzugucken, um sicher zu gehen, dass ich da nicht mich selbst in die Irre führe. Erstaunlicherweise hätte ich die Fackeln eigentlich gar nicht im Brauch dabei. Aber egal. Da ist nichts. Da ist nichts. Da auch nicht. Da auch nicht. Naja. Tja, keine Ahnung, wo die da sein sollen, aber hier drin ist es nicht. Dafür liegt da jetzt eine ausgediente Fackel. Bravo, Lehrer, du bist echt klasse, was die Müllentsorgung angeht. Tja, dann kannst du eigentlich nur noch auf, in der gegenüberliegenden Kammer sein. Jedenfalls laut meinem Eintrag im Lösungsbuch. Da ist nichts, da ist nichts.